Der Sylter Hebammen-Notruf wird ab dem 1. Juli eingestellt. Die drei am Hebammen-Notruf beteiligten Hebammen haben ihre Mitwirkung zum 1. Juli 2021 gekündigt. Der Hebammen-Notruf gab werdenden Müttern auf der Insel seit einigen Jahren die Möglichkeit, umgehend eine Hebamme anzufordern, wenn die Geburt sich früher als erwartet ankündigte. So wurde die fachliche Begleitung der Mutter bis zur Verlegung in eine geeignete Klinik auf dem Festland und, wenn dies nicht mehr möglich war, auch bei der Geburt auf Sylt sichergestellt. Nach der Schließung der Geburtenstation in der Asklepios-Klinik der Insel hatte der Kreis Nordfriesland den Notruf in Zusammenarbeit mit der Amtsverwaltung geschaffen, unterstützt durch das Land Schleswig-Holstein. Bereits im Mai kündigte Bürgermeister Heckel im Rahmen einer Demonstration für eine Geburtenstation auf Sylt an, dass es schwierig werden würde, den Hebammen-Notruf auf Sylt weiter aufrechtzuerhalten. Zurzeit ist es so, dass die von den Gemeinden und dem Kreis finanzierten Hebammen-Notrufe, dass diese aktuell wirklich in Gefahr sind, weil wir auf Sylt nicht geschlossen sind und die Hebammen, die sich dafür hier sehr stark machen, hier nicht geschlossen auftreten. Trotz der derzeitigen Entwicklungen gibt der Landrat Florian Lorenzen die Hoffnung auf eine Fortführung nicht auf. Die Geburtshilfekoordinatorin des Kreises Liane Friedrichsen versuche weiterhin Hebammen zu finden, die den Notruf wieder aufleben lassen. Landrat Florenzen wiederholte nochmals eindringlich die Empfehlung an alle Familien, das Angebot der vorgeburtlichen Unterkunft in Flensburg, Heide und Husum zu nutzen, um das Risiko einer gesundheitlichen Gefährdung von Mutter und Kind weitestgehend zu minimieren.